Ab Sonntag beginnen in Hamburg die Islamwochen. Fast täglich sollen dann bis zum 15. Oktober verschiedene Aktionen und Veranstaltungen stattfinden, die das muslimische Leben als einen Teil dieser Stadt erlebbar machen. Darunter zum Beispiel Moscheentouren, ein interreligiöser Kochabend oder ein Poetry Slam. Laut Veranstalter solle es um Dialog und Begegnung gehen, das Fundament der demokratischen Gesellschaft. Die Veranstaltungen sind kostenlos, teilweise aber bereits ausgebucht.